schroeven heen gekeerd, oder? Liebe Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich hier im wunderschönen Kabarett Café vom Hertes Kabarett Café im Namen von Dinge Hans Hatter begrüßen. Besonders, ich applaudiere Sie noch. Besonderer Gruß oder in unserer Haus- und Hofkapelle ein Viertelspann. Es gibt auch eine charmante Sängerin, aber die werden wir euch später zeigen. Das ist kein fertiger Spann, das ist ein musikantischer Spann. Muss ich nachschauen, dass ich nichts vergesse? Oder? Kommt jetzt nachher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei uns in der Schweiz muss ich mich vorstellen, mein Name ist Uzer Eber. Ich komme aus Bern. Pardon, Bern, Bernland. Wenn Sie mich nicht verstehen, Sie sehen es eh schon. Auf dem Schweizer Kreuz oben, nicht auf dem Leibele. Apropos Leibele, wir haben auch für Sie vorbereitet Polo-T-Shirt von Dina Hanshatter, oder? Habe auch ein charmantes Modell mitgebracht, oder? Videometer, kannst du dich zeigen? Ein Applaus! Ich muss den Pferdeschwanz herausgeben, dass wir den Ding Hans hat gesehen, nicht oder? Das Leibchen ist dann zu erhalten an der Pause nach dem Kabarett im Preise von 22 Euro. Der Eingewinn hat dieser Hans Hatter gesagt, oder? Kommt dem Sozialkreis St. Margarethen zugute. Also nehmen Sie die Acht davon. Danke. Wir haben auch noch vorbereitet für die Damen nicht, oder? Die Häuschenmöglichkeiten sind hier nicht sehr groß, oder? Wie Sie gesehen haben, wir haben eine Außenstelle eingerichtet. Die Damen oder Herren, wie Sie wollen, verlassen unauffällig das Gelände hier, kommen wieder, gehen da hinaus, wo sie gekommen sind, rechts rüber. Das ist keine Straßenbahnhaltestelle, das ist ein Boxi-WC. Also wenn ein Stau ist hier, meine Damen, gerade dann rechts, brauchen Sie nichts trinken, denn Sie müssen nicht auf der Straße. Nicht zu vergessen, in der Pause haben wir auch zum Essen und Trinken vorbereitet, oder? Also der Hunger und der Durst von nicht leiden, bitte auch davon Kraft zu nehmen. Zuerst trinken und essen, dann ans Grüli und dann geht's weiter. Also. Ich muss noch ein paar Episoden erzählen aus der Schweiz. Ist ja auch merkwürdig, wie der Musreber vergessen hat. Wir haben in der Schweiz auch einen guten Tennisspieler, den Roger Federer. War schon einmal da ein ungarischer Tennisspieler, Bolas. Kennen Sie alle, oder? Aber wir haben auch in Österreich einen guten Tennisspieler gehabt, den Thomas Muster. Der hat viel intensiver gespielt wie unser Roger Federer. Das war so erotisch, bei jedem Schlag hat er gemacht. Da sind die Damen hochgekommen auf den Tribünen, nicht wahr? Das war sehr gut, nicht? Noch was wollte ich erzählen? Bei uns in der Schweiz sind die Banküberfälle etwas lieblicher gestartet als hier in Österreich. Letztes Mal in Bern in der Bank, geht die Tür auf, kommt der Bankräuber herein und sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, gebt eure Hände ins Lütli, das ist ein Banküberfall. So nicht, oder? Weißt du, warum in der Schweiz das Matterhorn heißt?
Weil sich die ganzen Bergsteiger hinaufmattern müssen. Ja, ja, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Wir in der Schweiz reden etwas länger, aber verständlich, oder? In Hans Hattel wünscht Ihnen eine gute Unterhaltung.